Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. So, wir sind in der vorletzten Mission, die Rückkehr des alten Königs, Motzweiler. Diese Stadt ist am Fuße der Berge gelegen, einer recht unfruchtbaren Region. Dass sich eure Feinde gegen euch und Dracula verbündet haben, solltet ihr erwägen, okkulte Hilfe aus der Knochenkirche oder der Raubritterburg anzufordern. Was ist so dunkel? Und ja, diese Mission ist ein 2 gegen 2 diesmal. Zoes Triumph über Ludovich schreckte ihren Vater nicht ab. Im Gegenteil. Dieser beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ja, also Dracorian und ich gegen Konradin und Baldaros. 6 Siegpunkte. Das ist jetzt eine der interessanteren Missionen. Wobei dann die letzte richtig heftig wird. Die ausgedehnten Randgebiete Tadriens. Ein ungastliches Gebiet. Wo Besucher nicht willkommen sind. Soll die Käfige gesteckt werden. Wurde von euren Feinden als Kriegsschauplatz auserkoren. Konradins Thronsaal. Ich schlage vor, wir holen uns Kronstedt zurück. Von dort können wir neue Versorgungslinien errichten und Zoe und Dracorian zurückschlagen. Nein, ich will deren Rückzug nicht. Wir kreisen sie ein und warten in aller Ruhe ab, bis ihnen die Vorräte ausgehen. Ihr wollt sie tatsächlich verhungern lassen? Eure eigene Tochter? Ein angemessenes Schicksal für jemanden, der die Hand beißt, die ihn nährt, meint ihr nicht? Gebt auf, Prinzessin. Ich kenne genau eure Stärken und Schwächen und ich weiß, wie ich euch besiegen kann. Da hat er leider nicht ganz unrecht. Solange wir als Berater getarnt waren. So ist Schluss. Schlechte Neuigkeiten, Prinzessin. Euer Vater selbst greift in den Kampf um Tandrien ein. Das war bedauerlicherweise nicht anders zu erwarten. Seine Macht scheint ihm wichtiger zu sein als sein eigenes Blut. Unglaublich, dass ich auf ihn reingefallen bin. Ihr müsst nicht länger Teil dieses Spiels sein. Aber für welchen Preis? Euren Frieden, Prinzessin. Euren uneingeschränkten Frieden. Milady, ein harter Kampf steht uns bevor. Euer Vater, dieser ruchlose König Baldaros, versuchen uns zu umzingeln und unseren Kampf für Tandrien zu stoppen. Um ihren heftigen Attacken zu widerstehen, müssen wir Hand in Hand arbeiten. Seht nur, es gibt hier zwei Orte, die für uns von Vorteil sein könnten. Ja, die Knochenkirche. Schon seit Jahrhunderten verbreitet eine dunkle Kultpriesterin in dieser Knochenkirche Angst und Schrecken. Es heißt, dieser Hexenturm sei bewohnt von einem alten Weib mit magischen Kräften. Vielleicht können wir sie für uns gewinnen und mit ihrer Hilfe unsere Feinde verwirren. Ja. Und Konradin fängt schon mit Handelsexpeditionen an. Nicht so gut. Gut, wir fangen wie immer mit einer Berghütte an. Die können wir ruhig hier hinstellen, ins Eck. Und daneben ein Lagerhaus errichten, dass die Wege kürzer werden. So, hier Jäger, Holzfäller, Förster.
genau das gleiche hier drüben. Jäger. Nee. Holzfäller auf die Seite, Förster auf die Seite. So. Dich da anschließen. Dich da anschließen. Und hier Sägewerke errichten. Das nächste Problem ist, ich weiß nicht genau, ob das hier unfruchtbares Land ist. Oder nicht. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. So, Dracorian legt schon mal richtig los. Mit seinem Angriff gegen neutral oder gegen bekämpft er? Ja, neutral. Die Seite ist wahrscheinlich erstmal nützlicher als die Seite. Wir haben 4 Pikiniere. Sollten wir zwei Musketiere. Sind 8 und 2 Pikiniere sind nochmal 6 drauf. Ja, das wird das Beste sein. Dass wir den Posten erobern können. So, mal gucken, hat einer von beiden eine Kirche. Du hast eine Handelszentrale. Bevölkerungsbelohnung. Erstmal Werkzeuge. Und du hast, so wie du aussiehst, auch keine Kirche, oder? Dann gucken wir gleich nachher. Ich brauche erst ein, zwei Wohnhäuser. Ja. Also ja, Dracorian sitzt ein bisschen in der Mitte fest, das ist doof. Wenn ich mir so Baldorus seine Gebiete anziehe, hat er keine Kirche. Gut, das heißt, wir gehen auf jeden Fall wieder auf die Forschung. Wir versuchen einfach mal unser Glück mit Getreideanbau hier. Oh, Dracorian forscht. Auch gut. Gut, jetzt kriegen wir natürlich wieder Bevölkerung. Gucken wir uns mal die beiden Orte an, die wir hier haben. Also einmal Hexenturm. Könnten wir durch faule Zauber einen Siegpunkt erringen? Die Hexe behauptet, ihre magischen Elixier hätten ihre Stärke im Kampf unbesiegbar gemacht. Seht eure Soldaten aus, zeigt der Alten ihren Irrtum und kassiert einen Siegpunkt. Hexenball. Eine Hexe möchte einen Ball beiwohnen. Doch mangelt es ihr an passender Kleidung. Sendet ihr feine Gewänder und Schmuck, damit sie euch im Gegenzug eine Technologie aus einem ihrer magischen Bücher offenbart. Heilende Hände. Die Schergen der Hexe lieben den Kampf. Allerdings sind sie noch angeschlagen. Vom letzten Raum. Ihr schließt neues Land, mein Freund? Großartig.
Werkzeug wieder. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Waren wir jetzt hier fertig im Hexen? Das ist die Knochenkirche. Hexenturm. Nochmal. Die schergende Hexe liebt den Kampf, allerdings sind sie noch angeschlagen vom letzten Raubzug. Sendet einige Geistliche aus, um ihnen bei der Genesung zu helfen, und sie werden freudig eure erfolgreichsten Gegner heimsuchen. Ja, das klingt nicht schlecht. Und jetzt die Knochenkirche, die ist hier oben. Auch wieder Siegpunkt durch Gewinn. Die Katzentanne ist der schwarze Kult. Ihr habt einen Siegpunkt errungen. Die Katzentanne ist der schwarze Kult wegen einer seiner grausamen Rituale gefürchtet. Besiegt die Kultanhänger und zwingt sie, die Siedler in Frieden zu lassen. Dann wird eure heroische Tat mit einem Siegpunkt belohnt. Blutiger Empfang. Aus Mangel an Rädern können die Kultanhänger ihren neuen Adeptenwert der Aufnahmezeremonie nicht mehr rädern. Helft ihnen ihrer misslichen Lage und sie werden sich mit einem Erdbeben im Gebiet eures erfolgreichsten Rivalen revanchieren. Die Kultpriesterin möchte ihren schwarzen Kult ausdehnen, indem sie Sorgs im volksamen Jünger heranzieht. Sind ihr einige eurer Geistlichen, auf dass sie euch freies Geleit durch ihren Sektor gebärt. So, jetzt sind wir aber erstmal hier wieder beschäftigt. Kein fruchtbares Land, also wieder einreißen das Ganze bitte. Da müssen wir wirklich fruchtbares Land erstmal erobern. Das wäre der Seite hier drüben, wo Gold und Kohle sind. Wir errichten aber jetzt trotzdem erst einmal eine Kirche. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Die können wir hier errichten, die Kirche. So, Metropole und Sonnenkönig gehört gerade Drakorian. Was eigentlich gut für uns wäre, weil wir dadurch keine Siegpunkte haben und leichter an die Siegpunkte kommen würden. So, jetzt kümmern wir uns aber erstmal hier unten. Kohle finde ich hier drüben. Wie gesagt, nicht die einfachste Mission. Na gut, jetzt müssen wir wirklich mit gegen Drakorian ein bisschen wasten, was die Forschungen angeht. So, den Kampf haben wir auch gewonnen. Jetzt geht uns allerdings langsam die Pikiniere aus. Erste Geologen hätte ich gerne, dann... Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut.
Ah, noch mehr Fisch. Was gibt... Ja, Fisch und Eis gibt es in der Region, ja. Na, da unten gibt es nicht gerade viele Ackerfläche, allerdings etwas. Und ja, das wird uns doch mehr Leute töten. So, sorry, Drakporiad, aber jetzt müssen wir uns mal um Technologien bemühen. Vor allem die zwei hätte ich gerne.